Dann sagen wir herzlich willkommen zu einer absoluten Bonusfolge. Jetzt, wo Reading the News so viel schicker geworden ist, nehmen wir nämlich jetzt erstmal mit Herr Strelo wieder eine richtige Folge auf. Und die nicht zu knapp. Ja. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich den ganzen weiten Weg bis nach Düsseldorf gehe. Du bist mit dem Auto gekommen, ne? Bin mit dem Auto gekommen, ja. Den ganzen weiten Weg. Dann komme ich natürlich auch nicht unbewaffnet und habe dementsprechend jetzt hier direkt die großen Geschütze aufgefahren. Der Helikopter. Der Helikopter, der Geld abwirft. Der Alltag von Herr Strelo, das ist, glaube ich, das, wie er morgens aufwacht. Der normale Mensch geht zum Geldautomaten, ja. Und der Strelo. Ich hätte gerne ein bisschen Geld von oben. Lass es regnen. Lass es regnen. Wir lesen die Welt am Sonntag, Nummer 32 vom 11. August 2019. Wir lesen aus Finanzen und Wohnen. Und unser Artikel nennt sich, wenn's Geld regnet. Weil die Preise in der Eurozone nicht steigen und sich nun auch noch die Konjunktur abschwächt, sucht die Europäische Zentralbank nach Antworten. Manche erscheinen so unkonventionell wie riskant. Helikoptergeld. Helikoptergeld. Geiles Wort, oder? Ja. Alles, wo ein Helikopter drin vorkommt, hat irgendwie so einen ganz eigenen Charme. Ja, so Jungs-Spielzeug halt, ne? Wir fangen mal an mit dem Zitat vom Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Graf Dragila. Ja. Mario Draghi sagt jetzt, whatever it takes. Und damit will er uns, Herr Draghi, jetzt sagen, dieses Versprechen, was er vor 7 Jahren abgegeben hat, alles zu tun, um den Euro zu retten. Und das war halt also die Idee dahinter, gegen diese Euro-Krise anzuwirken. Und wie gut hat das funktioniert? Was hat der Mann nicht alles versucht? Ne? Also... Ne, so klassisches Instrumentarium der Notenbank ist erstmal generell der Leitzins. Wurde runtergesenkt, ja, und das haben dann ja irgendwie alle Sparer dann auch mitbekommen, weil wenn der Leitzins runtergeht, geht auch der normale Zins auf Konten, Sparbüchern und so weiter runter. Dieses whatever it takes war wirklich auf dem Höhepunkt der Krise, wo also ein Vertrauensproblem da war. Diese Worte haben wirklich gewirkt wie ein Zauberspruch. In dem Moment war quasi die Krise mehr oder weniger beendet. Hat klar gemacht, er wird alles tun, alles versuchen. Und beim Instrument Helikoptergeld sind wir noch gar nicht angekommen. Also das haben sie gemacht. Massiv natürlich Leitzins angegangen. Haben ein großes Ankaufprogramm gestartet. In dem Falle für Anleihen, um dem Kapitalmarkt das Geld zu entziehen und die Banken halt zu motivieren, Kredite zu vergeben. Also das Geld quasi, was sie als Einlagen haben, möglichst schnell durchzureichen. Kredite an Unternehmen, an private Konsumenten. Immer in der Idee, dass wenn mehr Geld zur Verfügung steht, der Preis für Geld ist der Zins, und wenn der Zins niedrig ist, ist Geld sozusagen günstig zu haben, dass dann viel investiert, konsumiert wird und die Wirtschaft neu in Schwung reinkommt. Also das war ja nach der Krise, wie sie es gedacht haben. Da sagt man so, oh ja, das macht ja so weit so Sinn. Als Krisenmaßnahme, die Wirkung, naja, ist nicht so richtig. Also nicht über den Berg. Nee, lange nicht. Und also es hätte viel Schlimmeres vielleicht passieren können, das hält man Herrn Draghi ja auch zugute, dass er es vielleicht tatsächlich geschafft hat, die Euro-Krise abzuwenden. Aber dieser Stimulus für die Wirtschaft, sagen wir mal, im europäischen Kontinent sehr unterschiedlich aufgenommen worden. So, und weil die jetzt aber auch nichts kaufen, und das sagt der Draghi jetzt auch, wir akzeptieren keine dauerhaft niedrigen Inflationsraten. Inflation, die plant die EZB ja bei 2% zu halten. Aber kommen da irgendwie nicht hin. So, dann ist jetzt nochmal also die Herleitung dazu. Also seit dem Start des Euros im Januar 1999, 20 Jahre her. Ich erinnere mich, ja. Was die Zeit verfliegt. Hatte die Notenbank bis dahin eisern an ihrer Definition von Preisstabilität festgehalten. Dann kam ja diese denkwürdige Pressekonferenz, die gesagt wurde, es gibt keine Grenze von 2% mehr, Inflation kann nach oben und unten abweichen. Alles ist möglich. Wenn man machtlos ist, dann erklärt man das als neue Regel. Wenn das Spiel so nicht funktioniert, wie man es spielen möchte, dann muss man alle Regeln, also wie es funktioniert. Genau. Und ihr denkt jetzt halt, das seid nur ihr bei Monopoly, aber die Wirklichkeit ist das größte Monopoly überhaupt, also die Weltwirtschaft, die funktioniert genauso. Dass er nicht am Ende einfach unter das Brett greift, das umwirft und dann sagt so, das war's, ich spiele nicht mehr. Also jetzt wisst ihr schon mal die Rahmenbedingungen, unter denen wir uns bewegen. Viele tolle Sachen passiert, nichts greift jetzt so wirklich. Also hat sich die Situation groß verbessert? Nee, nicht so richtig. Ist zwar nicht gut geworden, aber ist vielleicht auch nicht schlecht geworden. Besser als nichts. Ja, besser als die totale Katastrophe. Also Armageddon wurde abgewendet. Entwickelt sich aber halt so langsam so eine Situation, die sie hier als Whatever It Takes 2.0 betiteln. Also Whatever It Takes war gestern, haben wir schon Whatever It Getaked, aber half nicht.
Jetzt müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Jetzt haben sie hier folgende Ideen. Also Zinssenkungen und Anleihenprogramme. Da hat die EZB die Wirkung schon ausprobiert. Ja. Hieß damals, als man das eingeführt hat, Quantitative Easing Programm für 60 Milliarden Euro jeden Monat Anleihen auf dem Markt einfach wegkaufen, um dem Markt einfach Geld zu entziehen. Und man sagte, dieses Instrument, das ist die Bazooka. Ja, Raketenwerfer-Modell schon. Das ist schon die ganz brutale Nummer. Ja, hat dann doch nicht so den durchschlagenden Erfolg gebracht. Haben das jetzt den Markt angegriffen mit größten Waffen und es hat sich aber jetzt nicht ausreichend merklich verbessert, das Ganze. Also ihrem Inflationsziel nicht nahe genug gekommen. Jetzt geht es sogar noch schlimmer für die gute alte EZB. Wirkung von ganz genau diesem Anleihenkaufprogramm und den Zinssenkungen, das lässt mittlerweile deutlich nach. Die Situation war kurzfristig ein kleines bisschen besser. Alle waren beruhigt, der Euro ist gerettet und jetzt so langsam ist aber auch wieder brüchig, dass man sich halt denkt, wie gerettet ist der Euro denn eigentlich wirklich? Ja, die sind dann irgendwann ja ausgestiegen aus diesem Ankaufprogramm. Die aufkeimende, wieder anstehende Inflation wurde auch als positive Belebung der Wirtschaft wahrgenommen. Und dann hat man das Arsenal wieder so ein bisschen abgerüstet. Die Krise sei irgendwie überwunden. Wir haben es gemacht. Wir haben sich alle an dieses billige Geld ja auch gewöhnt. Ja. Jetzt hier wieder diese andere, das ist ja auch mit Leveraged Loans, Management Buyouts. Also die haben die tollsten Sachen mit dem Geld gemacht, nur nicht das, was sie machen sollen. Und dann gucken wir jetzt, also was heißt das jetzt? Also Whatever It Takes 2.0. Derzeit gewinnt eine neue Idee an Fahrt. Jene nämlich, wonach die EZB Geld schafft und dieses nicht Banken oder Staaten zur Verfügung stellt, sondern den Bürgern. Den Bürgern. Die Bürger, wir kriegen jetzt Geld. Und das nennt sich dann Quantitative Easing. For the people. Also wir werden jetzt auch endlich quantitative eased. Ja, ist doch super. Also ne, wer Geld bekommt, kann tatsächlich ja, es wieder ausgeben, verkonsumieren. Er kann es sparen, auf die Seite legen für schlechte Zeiten, vielleicht sogar investieren. Oder er kann seine Schulden tilgen. All das wäre mit dem geschenkten, abgeworfenen Geld möglich. Bedeutet so viel wie eine geldpolitische Lockerung für alle. Das ist der Slogan für unsere Partei. Geldpolitische Lockerung für alle. Also die haben jetzt diverse Ideen, wie sowas aussehen könnte. Zum einen könnte die EZB den Bürgern Aktien abkaufen. Was will die EZB mit meinen Aktien? Ja, das will... Mein solches Genius-Portfolio. Ich hätte da welche. Ich glaube, die wollen die gar nicht. Man liegt ja auch mal daneben. Mein Yamana-Gold. Ja, generell, Verknappung des Marktes. So einen anderen tollen Punkt nehme ich, dann hätte ich ja die Liquidität auf einmal wieder. Du hättest Cash. Genau. Ich hätte Cash, könnte ich mal was mitmachen. Da beschweren sich hier natürlich auch, also das wird Quantitative Easing for the people und dann trifft es wieder nur hier welche wie uns, die Aktien haben. Nur 16,2% der Deutschen besitzen Aktien. Ja. Das ist jetzt kein massentaugliches Programm. Ja, leider. Das sind ja vor allem auch alles Leute, denen gibst du das Geld und dann kaufen die sofort wieder Aktien davon. Weil das wieder funktioniert. Zum Zweiten könnten die Währungshüter den 340 Millionen Menschen in der Eurozone auch frisch geschaffenes Geld direkt auf die Konten überweisen. Helikopter-Geld. Also einfach Geld überweisen, als würden Scheine vom Helikopter aus auf die Länder geworfen und bei allen ankommen. Gehen die Klappen auf. Drittens könnte die EZB auch unterschiedliche Zinssätze für Sparen und fürs Verschulden einführen. Diese duale Zinsstrategie soll die Menschen dazu animieren, mehr Geld auszugeben, statt zu horten. Was ist denn da jetzt neu? Wahrscheinlich also einfach nur jetzt nett ausgedrückt dafür, dass sie dann die auch fürs Sparen die Minuszinsen reinwirken. Ah, okay. Ja, und dann denke ich mal, also, da könnte ja die EZB ja auch gleichzeitig noch Druck ausüben, dass du mir einfach günstiger Geld leihst. Ich meine, klar, es würde stimulieren. Also wenn das gebunden ist, in dem Fall auch an den Kauf eines Hauses, an den Bau eines Hauses oder einer Wohnung, dann habe ich tatsächlich den wirtschaftlichen Stimulus, den ich haben wollte. Das könnte man damit ja jetzt hier auch noch... Also das wären die drei Möglichkeiten Quantitative Easing for the people. Also die Leute dazu animieren, mehr Geld auszugeben, statt es zu haben. Die vierte, jetzt kommt direkt die vierte Variante. Bonus, die vierte. Bonus-Variante. Was weißt du über Kasachstan? Dort hat Präsident, ja, jetzt geht's wieder los, Qasim Shomart Kelelulitokayev angekündigt, die Ärmsten der Nation mit Hilfe der Notenbank zu entschulden. Schuldenerlass. So. Ja, die Nummer, wo man sagt, Neuanfang,
ne? Wir kommen aus dieser Spirale raus. Runde 2. Ja. Also Lösungsvorschlag 4 wäre, komm, wir lassen 5 gerade sein. Also die EZB hat, dass derzeit verschiedene Komitees im Eurosystem daran arbeiten, diverse Optionen zu prüfen. Also die EZB ist schon da dran, sich also Quantitative Easing für die for the people zu überlegen. Heute geht es eher darum, dass die Notenbanker nach 10 Jahren Krisenpolitik mit ihrem Latein am Ende sind und fürchten müssen, dass ihre bisherigen Instrumente immer weiter an Wirkung verlieren. Klassischer Gewöhnungseffekt. Ja. Neue Regeln, man gewöhnt sich dran. Gibt noch mehr. Wenn ich eine 6 würfel, darf ich 8 Schritte machen. Deshalb spiele ich nicht mit der Strähne. Also den denken da halt aktuell auch schon drüber nach. Angesichts der sich rasant verdüsternden Konjunktur und Inflationsaussichten hat der Plan vom Geldregen an Dringlichkeit gewonnen. Wird denn jetzt wirklich alles besser? Und vor allem auch in Bezug auf Gewöhnungseffekt, führen wir eine neue Person ein? Nämlich die britische Autorin und Ökonomin Frances Coppola. Und die hat nicht nur einen Namen, den nur Herr Strehler aussprechen kann, die ist auch noch Autorin und Ökonomin. In einem Kapitel von ihrem Buch hat sie den Satz geschrieben, wir sind jetzt alle Japan. Nicht wir sind Papst, sondern wir sind jetzt alle Japan. So, ihr habt nicht nur, dass ihr den Papsttitel verloren habt, ihr seid jetzt auch Japan. Aber nicht das coole 1990 Japan, wo halt alles irgendwie super techy und stark ist, sondern Abenomics Japan, wo also Abenomics ist halt quasi einfach Quantitative Easing auf die Spitze getrieben. Druck einfach so lange Geld und macht dabei die Augen zu in der Hoffnung, dass das schon irgendwie gut gehen wird. Und dann geht es aber nicht so wirklich gut. Das muss man vielleicht dazu sagen, es ist nicht zwingend, also anstrebenswert, Japan zu sein in der aktuellen Zeit. Also die haben wieder ganz coole Ideen, weil die haben auch ein riesiges demografisches Problem, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Also wenn jetzt Frau Coppola sagt, wir sind jetzt alle Japan, ist das nicht zwingend was Positives. Dass sich die Eurozone auf dem Weg in die jahrelange Stagnationsfalle befinden könnte. Ja. Daher, Gewöhnungseffekt. Ja, er strebt nur noch ein ganz resigniertes, ja. Hashtag Gewöhnungseffekt. Hashtag Gewöhnungseffekt. Hashtag wir sind alle Japan. Ja. Also, die bisherige Krisenpolitik der Notenbank habe vor allem jenen Vermögenden genutzt, die bereits Immobilien, Aktien oder ähnliche Wertgegenstände im großen Umfang besäßen. Kritisiert Coppola. Ja, das zu Recht. Die was haben, haben dann nur noch mehr gehabt durch das ganze billige Geld, was den Markt jetzt geflutet hat. Die Helikopter voller Geld dürfen nicht nur über der Wall Street fliegen, sondern müssen auch Main Street bedienen. Jawohl. Wir beide. Wir müssen auch am Quantitative Easing beteiligt werden. Es geht halt jetzt einfach darum, also das den Menschen zur Verfügung zu stellen und im besten Fall stimulieren die darüber dann die Wirtschaft. Helikoptergeld ist machbar und wahrscheinlicher, als sich viele vorstellen können. Könnt ihr das vorstellen? Nein. Herr Strelo kann sich das... Hab ich gelernt, geht nicht. Aber man lernt ja immer noch dazu. Sonst kommt auch Freude auf, die dann nachher macht uns das nur traurig, wenn es ja nicht kommt. Also haben wir hier noch letzte kritische Stimmen zum Abschluss. Kritiker verweisen darauf, dass das Arsenal dieser sogenannten unkonventionellen Maßnahmen sich zunehmend abnutzen und daher über die Zeit immer weniger Wirkung zeigt. Also man will Herr Strelo die ganze Zeit noch mehr Geld haben. Christus einmal und dann... Gewöhne ich mich dran. Ja, dann kriege ich. What's next? Ja, ich brauche noch mal 1000 Euro. Das sind aber die letzten Lachter. Schon wieder. Das ist das Ende. Schon wieder. Versprochen, liebe EZB. Der Gewöhnungseffekt lässt nicht nur bei den Währungshütern beobachten. Ja, also jetzt die Anleihenkäufe ist ja auch brandaktuell. Also es geht ja alles weiter wie gehabt. Denn wenn die Grenzen zwischen Geldpolitik und Finanzpolitik verschwimmen, gerät die Unabhängigkeit der Notenbanken in Gefahr. Die Zentralbank ist dann immer weniger in der Lage, sich politischen Wünschen zu entziehen und wird eine Art Problemlöser. Mist, das funktioniert hier alles nicht in diesem Land. Lass mal die EZB anrufen, die soll das Problem lösen mit Geld. Ja, also das Fazit ist, also das wird jetzt gerade diskutiert. Wir hätten dann Geld, könnten die Konjunktur wieder ankurbeln. Kontra ist natürlich, also dass sich auch diese neuen Mechanismen natürlich abnutzen werden. Und dann ist halt einfach nur noch mehr Geld im Umlauf, es wird nur noch mehr konsumiert. Konsumismus ist auch so eine Frage. Und dann zieht der Strelo jetzt noch das Fazit, Grand Final. Und ja. Gros Final ist quasi schon jetzt der Ausblick, wie geht's weiter. Weil Senor Draghi hat ja seine Zeit bald hinter sich und wird dann ersetzt von Madame Lagarde. Wofür wird Frau Lagarde wohl stehen? Und man verortet sie halt auch in einer sehr lockeren Geldpolitik. Von daher könnten... Herr Strelo spoilert euch die Neubesetzung der EZB. Könnten die Gedanken von Herrn Draghi da also durchaus fortgeführt werden. Also die ganz große Nummer, das Helikoptergeld ist halt Stand heute immer noch nicht da. Heißt aber eigentlich nur, man hat es noch
quasi in der Schublade, also sofern ein Helikopter in eine Schublade passt. Bleibt spannend, weil es ist noch eine Menge Musik da drin. Ich denke, das Thema ist noch lange nicht durch. Und als allerletzte Frage, fragen wir Herr Schröder noch, was hättest du mit deinen rein hypothetischen 1000 Euro Helikoptergeld gemacht? Was Urlaubsmäßiges irgendwie so. In Frankfurt bei der EZB. Mal Hallo sagen. In der Villa Kennedy in Frankfurt absteigen. Da ist man tatsächlich, glaube ich, bei Nächten dann schon die 1000 Euro wieder los. In einer Nacht schon. Villa Kennedy. Aber das ist auch nochmal eine Geschichte für eine andere Sache. Heute halten wir erstmal fest, der Helikoptergeld, das wäre was, der Michael Strelo endlich in Urlaub fliegen kann. Nach Frankfurt in die Villa Kennedy. Das könnte auch mal gut. Es gibt Hotels von Ketten, da habt ihr noch nie von gehört. Die sind so weit weg von dem, was sich der normale Mensch bräuchte. Dann kann das ist beeindruckend. Und dann sagen wir, danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Daumen hoch. Danke fürs Zuschauen. Und dann sagen wir bis zur nächsten Folge Reading the News. Tschüss. Ciao.